Hey Leute und willkommen in Mike's Edit Suite. Heute gehen wir mit unserer Kamera mal tauchen. Wie schon gesagt, gehen wir heute mit der Kamera ins kühle Nass und entweder mit meiner DSLR oder mit einer spiegellosen oder das Ganze kann man auch mit einer Videokamera machen, ganz egal was für eine Kamera, aber wir können natürlich nicht direkt so mit ihr ins Wasser gehen, denn dann würde sie kaputt gehen. Wir brauchen einen Schutz und das kann entweder ein Unterwassergehäuse sein oder ein Unterwasserbeutel und da gibt es von Eva Marin diese Unterwasserbeutel und die funktionieren sehr gut und man muss dafür gar nicht so stark in die Tasche greifen. In meinem Fall benutze ich für die 5D Mark III den UB100 und diese Beutel gibt es in verschiedenen Größen und man sollte je nachdem, was für eine Kamera man hat, auch den passenden Beutel holen und nicht unbedingt irgendwie bei 20 Euro sparen wollen und die falsche Größe kaufen, denn dann könnte es sein, dass der Beutel zu klein für die Kamera zum Beispiel ist, wenn man eine größere Spiegelreflexkamera hat und dann könnte der Beutel unter Wasser aufgehen, doch nicht so dicht sein, deswegen lieber dann doch den passenden Beutel holen. Und das Gute daran ist, die sind universell einsetzbar. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur die 5D reintun, ich könnte auch die 1D reintun, ich könnte die 550D reintun, ich könnte die 5D mit Batteriegriff oder ohne Batteriegriff reintun. Ganz egal, was für eine Kamera, also solange es hier in den Beutel passt, funktioniert das Ganze auch. Wichtig dabei ist, dass man den passenden Adapterring benutzt für sein Objektiv, je nachdem, was für ein Objektiv man unter Wasser benutzen möchte. Ich habe mich für das 16-35er entschieden. Das hat einen Durchmesser von 82 mm und deswegen habe ich einen Adapterring für 82 mm. Den schraube ich vorne auf das Objektiv, ganz normal wie ein Filter. Das ist einfach erstmal nur ein Adapterring und diesen Adapterring presst man dann hier vorne in den Beutel rein. So kann das Objektiv oder die Kamera nicht mehr im Beutel verrutschen und es kommt nicht zu unerwünschten Überlagerungen von dieser Außenhülle vor der Linse. Ansonsten macht man das Ganze so, wenn man die Kamera reintun möchte, öffnet man hier oben diese Schiene, erstmal diese drei Schrauben aufmachen. Hat man die drei Schrauben gelöst, öffnet man den Beutel, da spannt man hier diese Folie, diese Latex-Gummifolie auf, packt die Kamera rein. Man muss, wie schon gesagt, das Objektiv vorne in den Objektivschacht hier reinpressen. Der Objektivschacht ist auch ein bisschen variabler. Also wenn euer Objektiv ein bisschen kürzer ist oder länger, dann passt das Ganze ganz gut. Natürlich ein Teleobjektiv wird jetzt hier nicht reinpassen. Dafür bräuchte man wahrscheinlich den passenden Beutel dementsprechend. Ihr solltet aber darauf achten, dass euer Objektiv eine Innenfokussierung hat, damit das Objektiv nicht hin und her fährt, während man halt damit filmt oder fotografiert. Generell ist sowieso zu sagen, dass man mit den automatischen Einstellungen im Autofokus oder sowas eher Schwierigkeiten haben wird, aber zum ganzen Umgang mit solchen Beuteln oder beziehungsweise wie man unter Wasser filmt, komme ich in einem separaten Video. Heute geht es erstmal nur um diesen Beutel. Innen drin gibt es hier ein Kissen. Dieses Kissen ist dafür da, um den Batteriegriff auszugleichen. Hat man ein Batteriegriffkissen raus, hat man kein Batteriegriffkissen rein. Und dann gibt es noch zwei so Feuchtigkeitsaufsaugkissen, die man benutzen sollte, damit, wenn Kondenswasser entsteht, damit die Kamera nicht beschlägt bzw. die Linse vorne nicht beschlägt. Das saugt hier die Feuchtigkeit auf in dem Beutel, die entsteht, wenn man gerade bei größeren Temperaturunterschieden ins Wasser geht. Also wenn es jetzt außen warm ist und man die Kamera reintut und das Wasser ist relativ kalt, könnte es doch durchaus dazu kommen, dass Feuchtigkeit im Gehäuse selbst entsteht und das kann man mit diesen Beuteln vermeiden. Die kann man danach trocknen und dann wieder verwenden, bis zu, glaube ich, 5 oder 6 Mal. Und wenn man das Ganze, die Kamera dann reingetan hat, das Ganze schließen. Wichtig ist, dass diese Löchlein übereinander liegen und ganz wichtig ist, dass nichts zwischen dieser Folie hier ist. Also auch kein Haar oder sonst irgendwas. Das sollte wirklich klinisch rein sein. Vor dem ersten Einsatz bzw. vor jedem Einsatz solltet ihr diesen Beutel auf jeden Fall testen und das bezieht sich nicht nur auf diesen Beutel, sondern generell auf Unterwassergehäuse. Das rate ich euch und das wird auch von den Herstellern geraten, einfach mal das ganze Ding wirklich zumachen,
komplett dicht machen, ohne Kamera, und ins Wasser packen und gucken, ob Luftblasen rauskommen, aufsteigen. Und wenn das der Fall ist, dann ist irgendwo was undicht und dann sollte man vielleicht nicht die Kamera mit unter Wasser nehmen. Das Wasser wird nicht direkt durch so eine kleine Öffnung reinströmen, aber es ist dann doch eher gefährlich, die Kamera natürlich ins Wasser mit reinzunehmen. Deswegen versichert euch vorher, dass wirklich alles dicht ist, dann erst die Kamera reintun und dann mit der Kamera ins Wasser gehen. So habe ich das auch gemacht und bisher nur positive Erfahrungen mit dem Gehäuse gemacht. Es macht unglaublich viel Spaß, weil es doch eine ganz neue Welt für einen ist. Es birgt aber ein paar Tücken, denn man muss sich halt darauf verlassen, dass alles mehr oder weniger so funktioniert, wie man das sich erhofft. Gerade was den Fokus angeht, ihr habt halt nicht mehr die Möglichkeit, an der Kamera viel einzustellen. Den Fokusring könnt ihr nicht wirklich drehen, nur sehr schwierig kann man durch die Folien noch Sachen drehen. Das heißt, man muss die Kamera vorher einstellen und dann in den Beutel reintun, ins Wasser gehen und hoffen, dass dann halt alles wirklich so funktioniert. Auf dem Display erkennt man unter Wasser selbst auch nicht sehr viel. Das war also auch mehr so ein mit dem Weitwinkel, mehr so ein Ratespiel, wohin ich filme, was filme ich. Aber wenn ich die Kamera halte ich hier hin, dann weiß ich, okay, bei Weitwinkel 20 mm wird das Ganze auch richtig halten. 20 mm deswegen, weil auf 16 mm gibt es durch diesen Ring eine Vignettierung. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Das ist bauartbedingt so. Das kann man halt leider nicht anders machen. 20 mm war bei mir, oder 19, 20 mm circa bei Vollformat, war halt die Grenze, wo keine Vignettierung mehr stattfand. Ansonsten muss man auch beachten, dass es durch den Beutel natürlich einen Auftrieb gibt. Nicht nur der Körper treibt auf, sondern auch der Beutel, weil da Luft drin ist. Deswegen sollte man versuchen, die Luft ein bisschen rauszudrücken. Nicht komplett, weil unter Wasser, je nachdem wie tief man taucht, zieht sich das Ganze nochmal zusammen. Die Kompression wirkt und dann zieht sich der Beutel nochmal zusammen. Dadurch kann man auch damit ein bisschen runtertauchen, aber ansonsten ist es halt ein schwimmendes Gerät, wodurch die Kamera natürlich nicht untergeht, was der Vorteil ist. Der Nachteil ist, dass man sehr schwierig halt runterkommt. Was aber auch irgendwo ein Vorteil ist, weil man ein kleines Gegengewicht hat. Das heißt, wenn ich runterdrücke, drückt die Kamera hoch und dadurch entstehen ein bisschen smoothere Aufnahmen, ein bisschen gleichmäßigere Aufnahmen. Es verwackelt nicht so schnell. Gerade unter Wasser habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich dachte, ich nehme smoothe Aufnahmen auf. Und dann ist mir auch halt aufgefallen am Computer, dass doch alles gewackelt hat. Und das ist dann doch irgendwie praktischer mit diesem großen Gerät, dass es dann doch ein bisschen smoother alles funktioniert. Ein Tipp von mir, filmt oder fotografiert mit solchen Beuteln oder überhaupt unter Wasser, wenn möglichst gutes Wetter ist, denn dann funktioniert das am besten. Wenn viel Licht ist, dann unter Wasser kommt weniger Licht rein, man braucht aber viel Licht, damit es schöne Aufnahmen gibt. Ich habe jetzt beim Schnorcheln hier an den Riffs ein paar Aufnahmen gemacht, ein paar Fische, ein paar Korallenriffs aufgenommen. Das sieht schon ziemlich cool aus und macht sehr viel Spaß. Also ich kann das jedem empfehlen und das ist auch nicht so teuer wie ein richtiges Gehäuse, denn dieser Beutel kostet um die 300 €, und wenn man vergleicht, solche professionellen Gehäuse kosten schon mal so um die 2.000 €, je nach Kameratyp, und das Gehäuse ist dann auch nur für die eine Kamera mit diesem festen Objektiv. Hier kann man noch ein bisschen variieren. Also ich muss nicht das 16-35er reintun, ich kann auch ein anderes Objektiv reintun. Ich brauche nur einen passenden Adapterring, oder wenn ein anderes Objektiv auch 82 mm hat, dann passt das mit meinem Adapterring hier auch rein. Dann ist das gar kein Problem. Ich kann die Kamera wechseln. Von daher funktioniert das sehr super. Ihr solltet auf keinen Fall sparen bei solchen Beuteln. Also wie gesagt, wenn es jetzt um 20 € geht, greift lieber zu den passenden Beuteln und holt euch keinen Unterwasserbeutel irgendwie für 20-30 € insgesamt, weil ihr packt da eine Kamera rein, die einen Wert von vielleicht 1.000 € hat, und dann schützt ihr die nur mit 20 € unter Wasser.
würde ich persönlich nicht machen und rate ich auch keinem. Deswegen lieber zu einer vernünftigen Marke greifen und das Ganze richtig sichern. Das ist mein Tipp an euch. Und meine Erfahrungen bisher mit diesem Beutel sind durchweg positiv. Ich werde hier auch noch ein bisschen rumschwimmen. Das macht unglaublich viel Spaß, weil es einfach mal eine ganz, ganz andere Welt ist und was ganz, ganz Neues ist. Und wenn ich was ganz Neues für mich entdeckt habe, dann probiere ich es ganz oft aus. Mich würde ansonsten noch interessieren, wie eure Erfahrungen sind mit Unterwasseraufnahmen. Egal, ob es jetzt mit Beuteln sind, mit Gehäusen oder mit anderen Arten. Postet es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert kostenlos den Kanal, dann verpasst ihr keins dieser grandiosen Videos mehr. Und checkt nächsten Mittwoch um 19 Uhr wieder das neueste Video aus. Alles weitere unten in der Videobeschreibung. Und ich gehe jetzt nur eine Runde schwimmen.